Jo Leute, was geht? Hier ist wieder Moritz Gaming. Das hier ist ein Video, was jetzt sehr, 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 sehr spontan entsteht. Weil ich bin gerade ein bisschen GTA rumgecruised. Also ist jetzt hier Story-Modus. Ich bin gerade auf PS4 und... Ja. Und ich habe mir gerade einen Cargo-Bot gekauft und ich habe ja GTA durchgespielt. Habe ich das schon mal in irgendeinem Video gesagt? Glaub nicht. Ach stimmt, das ist glaube ich gerade mein erstes GTA-Long-Video. Auf jeden Fall werden wir heute zu dem Wrack runtertauchen, was im Alamo-See liegt. Dieses Flugzeugwrack aus der einen Story-Mission, die mal irgendwann war. Vor 100 Jahren, die ich irgendwann mal gespielt habe. Auf jeden Fall bin ich gerade mit GTA durch und ich habe mir gerade das Auto hier, was ich mal vor Jahren aufgetunt habe. Vielleicht vor 2 Jahren habe ich das mal getunt. Habe ich das gerade von der Polizeiwache abgeholt und... Ja, da fahren wir jetzt erstmal zu Travers Flughafen. Da habe ich nämlich auch schon Hangar und so. Auf jeden Fall sieht dieser Albani Alpha sehr, sehr geil aus. Der Albani Alpha ist nämlich auch mein Lieblingsauto in Story Modus, weil er hat übelst gute Kurvenlage. Und auf jeden Fall steht ja da noch dieses eine U-Boot. Aus der einen Mission, wo man bei Meriwether irgendwas holen musste, unten am Meeresgrund. Und hier sind wir auch schon, steht noch ein Panzer. Wir machen den Park nochmal hier kurz. Ob das U-Boot da ist? Ja, ist da. Warten wir kurz. Trevor, du siehst aus wie so ein alter Mann. Laufen wir mal ein bisschen rum. Ah, jetzt ist er gespawnt. Ich habe mir nämlich vorhin Buzzard Kampfhilfe gekauft, aber den habe ich dann mit 5 Sternen geschrottet, weil... Die haben mir ins Dings geschossen. Ins Triebwerk. Ich muss ganz gut aufpassen. Ich hasse das mit dem Cargo-Bob irgendwas mit dem Haken anzufahren. Vor allem in den Missionen immer. Soll ich das haben? Ja. Jetzt fliegen wir zum Alamo-See. Kurz mal kurz sagen, ich habe 9 Millionen Metrager. Das ist hier ungefähr. Also hier ungefähr im Alamo-See könnt ihr es auf der Map finden. Hier ungefähr. Circa. Also ihr müsst ja ein bisschen suchen. Das wird dann halt immer tiefer und dann kommt es irgendwann. Hier ist dieses verlassene komische Hotel. Da war ich auch schon übelst oft drin. Mache vielleicht auch nochmal ein Video zu. Aufpassen. So, höre ich jetzt mal hier ab und den Cargo-Bob, den packe ich mal hier kurz auf der Straße, müsste mal kurz hier oben fahren. Ah, da ist es. Ja. Und rein da. Hier geht das Video schon 4 Minuten. Tauchen wir mal hier ab. Also. Ich hasse halt U-Boot fahren, weil in Tiefen von GTA da
erwarten euch halt richtig viele Mysterien. Kennt ihr dieses Easter Egg mit der Leiche? Also mit dieser Frau, die ertrunken worden ist oder ertränkt, nennt man das, glaube ich. Mein Deutsch ist nicht so gut. Also ich finde diese Mission mit diesem Flugzeug abstürzt, finde ich eigentlich die meist geilste Action-Mission. Oder wo man halt mit Trevor in diesem Van dieses, diesen Jet abschießen muss. Ich muss halt bloß mal kurz gucken. Das müsste hier da sein irgendwo. Also bin ich jetzt gerade wieder Lost Vision. Ah, hier ist es. Oh. Auf jeden Fall finde ich das übelst krass, dass hier, dass sie solche Easter Eggs hier eingebaut haben. Also ist ja kein Easter Egg. Man findet es eigentlich relativ gut. Wie taucht man hier wieder auf? Scheiße. Ich weiß nicht. Nein. Oder? Ach doch. Ich habe mich mal so erschrocken, als mein Bruder hier mal Speedrun gemacht hat, wo der hier alle Missionen durchgespielt hat, wo ich dann mal hier runtergetaucht bin, weil ich dachte, der wäre erst bei Vater und Sohn bei der einen Mission. Das wusste ich nie so gut. Und auf einmal tauche ich hier runter, auf einmal kommt vor mir dieses Flugzeug. Ich habe mich so erschrocken. Lacht mich jetzt bitte nicht aus, falls ihr das gerade guckt auf dem Handy oder auf dem PC oder auf Computer oder so. Ich habe mich da wirklich richtig erschrocken. Boah! Bruch! Nee, jetzt steige ich hoch. Ich habe mal ein paar Videos gesehen von Leuten, dass hier angeblich Waffen liegen, aber ich traue mich jetzt halt nicht auszusteigen, weil ich spiele auf PS4 und da gibt es ja kein Mod-Menü. Ich könnte zwar auch auf PC spielen, aber da habe ich halt nicht GTA drauf und da spiele ich halt lieber auf PS4, wo ich GTA schon durchgespielt habe. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei meinem Freund manchmal runtergetaucht bin, weil der hat noch PS3 und da ist, und wer auf PS3 spielt GTA, der weiß, Grafik ist jetzt nicht so die beste. Also hier machen wir noch ein paar kleine Spins. Und ja, auf jeden Fall finde ich das richtig geil, dass die hier im Allermusee so ein Ding gemacht haben. Okay, hier liegen noch so ein paar Teile mit der Biene. Okay. Was glaubt ihr, wenn man sich jetzt Gold Mode aktiviert hätte und sich in das Cockpit machen würde, würden da noch die Leichen drin liegen? Also jetzt von den Piloten? Ah, nee, mir fällt ja gerade ein, als ich die Mission gespielt habe, da war ja gar keine, da war gar kein Pilot drin. Da musste Trevor das ja dann fliegen und ja. Das ist dann halt abgestürzt, weil dann irgendwelche Armee-Dinger kamen oder keine Ahnung, was nicht. Ich glaube, es ist halt nicht das Ding, das U-Boot schrotten. Geh wieder raus. Okay, also auf jeden Fall
Ah, da unten liegt irgendwas. Da unten ist irgendwas. Das ist bestimmt irgend so eine. Ja, es ist eine Weste. Doch, es ist eine Weste. Doch, ja. Ich hätte erst gedacht, das wäre irgendeine spezielle Waffe, die man vielleicht in GTA Online irgendwo kriegen könnte, aber. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Story-Modus auf PS4 spielt oder auf PC. Und ja. Ich kann euch das nochmal zeigen. Das liegt, befindet sich an dieser Stelle hier. Also hier, wo das gerade blinkt. Hier im Alamo-See. An dieser Stelle. Und ja. Damit würde ich das Video jetzt beenden und damit ciao, ciao.